Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Die letzte Folge ist schon eine ganze Ecke her, ich glaube über 2 Monate müssten das sein. Und leider habe ich auch die Daten nicht mehr alle, denn mein PC hat ja zwischenzeitlich den Geist aufgegeben, beziehungsweise hat den ein oder anderen Crash und naja, dann war erstmal alles weg. Mittlerweile bin ich aber auf meinem neuen PC. Und ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt zu faul aus den alten Videos, alle Daten wieder zu rekonstruieren, aber zumindest die letzten habe ich mit drin. Genau, genug des Vorgeplänkels. Wir wollen jetzt einmal schauen, was ich jetzt noch vor Patch 10.2, der kommt nämlich von mir aus gesehen morgen raus. Dementsprechend ist das jetzt Stand 10.1.7, beziehungsweise ziemlich kurz vor 10.1.2. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein, wo ich aktuell stehe. Und da werden wir verschiedene Sachen gucken. Wir werden natürlich einmal im All the Things schauen. Wir werden auch so ein bisschen die Main Collection Sachen durchgucken, wie Achievements, Mounts, Pets, Toys. Und als allererstes würde ich aber sagen, haken wir einmal Data für Azeroth ab. Und meine schicke Tabelle, die ich nebenbei auch noch irgendwo offen habe, die ich jetzt vorhin gerade nochmal neu bestückt habe. Also ziehe ich das als erstes mal hier rüber. Und da haben wir schon mal Data of Azeroth. Komm, machen wir das mal im Vollbildmodus, dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. Genau, da haben wir die Score-Geschichten. Aktuell bin ich auf einem Completion-Score von quasi 910.679. Immer noch Weltplatz 1. Vielleicht auch so ein bisschen zum Einordnen. Wie viel bin ich aktuell weg vom Gaulisch? Ja, nicht ganz, aber fast 8.000 Punkte, was ein recht guter Abstand ist, würde ich mal sagen. Übrigens, auf der US-Seite ist, glaube ich, 10.2 jetzt schon online oder kommt gleich online. Also es kann sein, dass die Leute schon ein paar neue Sachen haben, aber ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht sicher, wann das genau bei denen am Dienstag losgeht. Gut, schauen wir mal rein. Bei Achievements bin ich aktuell auf 100%, wie ihr seht, 44.700, da bin ich Weltplatz 1. Natürlich nicht alleine, da sind ein paar andere Leute auch. Wie ihr hier seht, die quasi auch die komplette Anzahl hat. Das müssen wir fairerweise mit dazu sagen. Dann Mounts bin ich bei 104 und 1004 und damit bin ich Platz 8, wie ihr hier seht. Da gibt es leider einige Leute, die mehr Mounts als ich haben. Schlichtweg auch dem geschuldet, weil sie viele Mounts haben, die removed sind, wie zum Beispiel auch einige Gladiator-Mounts, die ich leider nicht habe. Dann Petscore bin ich auf 170.400, da bin ich auf Platz 2, da ist jetzt einer noch höher mit quasi einem Pet, ne? Also einen Level 25er Pet, das quasi auf blauer Qualität ist, bringt 100 Punkte. Ne? Deswegen sind es alles gerade Zahlen, außer der eine Kollege, der hat anscheinend irgendein Pet, das er noch nicht gelevelt hat. Deswegen hat er so eine krumme Zahl, aber normalerweise hast du hier gerade Zahlen. Genau, dann Titel bin ich bei 113, da bin ich Weltplatz 4, da bin ich glaube ich schlechter als die letzten Male. Da bin ich ein bisschen abgesackt. Dann Reputations bin ich auf Platz 2, das glaube ich... ja, der Gaulisch, der hat 2 extra Fraktionen. Da hat man ja schon mal in den alten Folgen gesehen gehabt, dass da Leute quasi, oder der Gaulisch da irgendwie es geschafft hat, die alten Fraktionen aus MOP von der Brawler's Guild zu bekommen. Auf Horde Allianz, dann gibt es natürlich nochmal extra Sachen. Die kann man aber leider nicht mehr kriegen. Dann Rezepte bin ich leider nicht mehr auf Platz 1. Da haben 2 Leute mich knapp überholt, seht ihr, mit 3 Rezepten. Aktuell kann ich aber keine mehr holen. Wenn ihr reinguckt, ich habe alle Rezepte, die man holen kann. Also, ja, bei den Top-World-Top-10 ist es oft so, dass es dann halt um removede Sachen geht. Ne? Ist ein bisschen schade, die haben jetzt 3 mehr. Eventuell sind es halt Rezepte, die mal rausgepatcht worden sind. Blizzard ist ja aktuell dabei, Sachen auch wieder zu bringen. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, sind es auch die ein oder anderen Geschichten, die ich dann wieder aufholen kann, wenn die eventuell wieder ins Spiel reinkommen. Muss man mal schauen, aber farmen kann ich da aktuell leider nichts. Dann Quest bin ich jetzt auf Platz 5. Da bin ich leider auch ein bisschen abgesackt mit den Quests. Also ein paar Leute hier vor mir. Weltrin war ja vorher immer schon auf Platz 1. Sonderlich viele Quests kann ich leider auch nicht machen, wenn wir hier reingucken. Das sind eine Handvoll Quests, hauptsächlich Trading Post Geschichten oder jetzt diese Legendary Quest Reihe. Die könnte ich noch machen, aber da müsste ich mit dem Evoker dementsprechend daran, beziehungsweise es halt auch drin ist, Raid Skips. Ne? Ich bin aktuell nicht viel am Raiden, dementsprechend habe ich jetzt den Mythic und HC Skip aus Abaros nicht, beziehungsweise aus dem Vault auch keinen Mythic Skip. Und dann gibt es hier noch so diese
Warfront Looms, das sind so einmal pro Account Quests. Da müsste ich mir wieder einen neuen Account machen und einiges erledigen, da komme ich aktuell auch nicht dran. Genau, Toys bin ich jetzt bei 891, da sind wir auch World Platz 5 hier. Gibt es leider eins, wo die haben noch ein paar mehr Toys, die aber aktuell auch removed sind. Also wenn wir hier reingucken, ich kann auch keine Toys mehr holen. Ne? Ich habe hier nur Not Collected quasi drin. Und Appearance, da war ich jetzt hauptsächlich dran die letzte Zeit. Und zwar bin ich da jetzt bei 69.109 und damit bin ich auf Platz 2. Appearance haben wir ganz gut aufgeholt. Bin da so 600 ein paar Zerhackte hinterm Gaulisch aktuell. Und Appearance war eigentlich der Hauptpunkt, den ich aktuell am Farmen bin. Ihr könnt jetzt auch mal nochmal kurz hier reinschauen. Also Toys habe ich gezeigt, Rezepte, Reputations, da kann ich nichts holen. Titel sind ein paar, die quasi hier limited, also quasi zeitlimitiert sind, die man nur kriegen kann. Das sind diese 0,5 irgendwas Prozent der Besten, zum Beispiel hier im das müsste quasi Dings sein, wie heißt es? M+ und dann auch Sachen wie Rang 1 Gladiator und sowas, aber da bin ich leider weg von. Genau, Pets, da sind glaube ich die ganzen drin, die jetzt aktuell noch nicht verfügbar sind, zum Beispiel Trading Post oder hier das Anniversary Pet. Und bei den Mounts müsste es das gleiche sein, genau. Das sind alles Trading Post Sachen, die noch kommen, beziehungsweise von dem Anniversary, also dem Geburtstag von Blizzard. Das kommt noch bei Achievements, sind es halt dann Sachen, die jetzt aktuell nicht drin sind, wie zum Beispiel Anniversary hier unten oder hier Outland Raider. Nicht Raider, sondern Racer. Das ist quasi das Äquivalent zu der Geschichte, wie jetzt mit dem Cup in Kalendor, beziehungsweise östliche Königreiche. Und ja, die Achievements kann man auch noch nicht holen, aber die sind auf Dataface Rot drin. Und morgen sind dann wahrscheinlich, also ne, auf EU dann auch, alle möglichen Sachen von 10.2 noch drin. Aber genau, die kann ich heute jetzt ja noch nicht holen. Gut, soweit zu der Übersicht. Unten sind jetzt noch ein paar Sachen, die jetzt nicht ins Ranking reinspielen, wie zum Beispiel Achievements, aber die haben wir ja irgendwie oben schon mit drin. Feast of Strengths, Legacy, Achievements, das sind halt Heldentaten. Da haben die Leute vor allem richtig viel, die jede Season natürlich diese kompletten Heldentaten sich geholt haben. Da bin ich jetzt ja eher nicht so optimal aufgestellt. Und dann Pets hat man nochmal, Allscore ist aktuell drin. Ich habe ein paar Twinks gelevelt, immer so nebenbei ein bisschen Pet Battle. Ich bin jetzt bei 123 Chars auf Max Level und da hat man nochmal den Allscore, da werden die kompletten Level von allen Chars zusammengezählt. Also nicht nur die Max Level Chars. Hier haben wir noch ehrenhafte Siege und dann haben wir hier noch das Ehrenlevel. Ich bin jetzt über 1000, aber bringt halt einfach gar nichts. Genau, so viel dazu zu den Rankings. Dann würde ich sagen, schauen wir kurz in meine jetzt neu gemachte Liste rein. Also das letzte Mal habe ich am 26.08. das aufgenommen. Also es ist jetzt doch schon eine ganze Ecke her. Und ja, jetzt haben wir quasi den 7.11. Hier sind nochmal die kompletten Score-Sachen und dann könnt ihr gucken, was ich halt quasi plus gemacht habe. Also ich habe in der Zeit 15.509 Score plus gemacht, mit dem Completion Score. Dann Achievement-Punkte sind halt 1865. Mounts habe ich 13 Stück geholt. Gab jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel. Pet-Score sind 1000, also waren es 10 Pets, die ich plus gemacht habe. Dann Titel waren es 7. Reputations gab keine seither. Ne? Das waren ja die kleinen. Ich glaube, da war 10.1.7 schon raus, als ich das aufgenommen habe, meine ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Dann 153 Quests, 21 Toys. Es sind verdammt viele Toys gekommen, komischerweise. Dann 3274 Appearance. Also Appearance war das, was ich hauptsächlich gefarmt habe. Achievements. Gut, sind wir ja oben nochmal. Ich habe irgendwie Legacy Achievements minus gemacht. Hat Blizzard vielleicht was umgebastelt? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Warum habe ich Legacy Achievements minus gemacht? Ja, das ist komisch. Haben sie wahrscheinlich irgendwas rausgeschmissen, was vorher ein Legacy Achievement war. Anders kann ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären. Warte mal, dann machen wir das mal rot. Gut, Pets hatten wir ja oben schon. Alls waren jetzt nochmal 20 Stück. Und ja, hier Endlevel. Gut, viel PvP habe ich jetzt nicht gemacht, aber was man halt nebenbei so kriegt. Genau. Und dann kommen wir hier unten schon zum Score. Ihr habt ja vorhin vielleicht das All the Things schon gesehen. Mir haben vorhin noch 10.700 irgendwas Items gefehlt und jetzt sind es noch 7.475. Also ich habe 3.000 Sachen quasi in Anführungszeichen aus dem All the Things rausbekommen. Und prozentual ist es halt 1,84%, die ich quasi runtergekommen bin. Ihr müsst aber immer bedenken, eigentlich ist es viel mehr, denn es kommt im All of Things ja immer neue Sachen dazu, wenn die eingetragen werden. Also das ist ja nicht quasi ein Standbild
und davon geht das dann weg, sondern die packen immer neues Zeug drauf und man arbeitet quasi so ein bisschen gegen an, in Anführungszeichen. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Eingemachte und schauen uns so ein bisschen die Collections in WoW an. Also vielleicht erstmal die Achievements. Ihr habt ja gesehen, dass ich da mit auf Platz 1 bin mit anderen. Aktuell, seht ihr, fehlen mir aber trotzdem 3 Erfolge. Und das sind halt Sachen, die auch kein anderer hat, ne? Weil man sie nicht haben kann. Ein Achievement ist halt Handelsposten. Da gibt es halt jetzt erst 10 von 12. Ne? Das dauert noch 2 Monate, bis man das fertig haben kann. Und das andere ist, was ich gesehen habe, bei Erweiterungsfeatures Drachenreiten drin. Und ihr seht, da habe ich 117 von 119. Das werden wahrscheinlich auch einige von euch haben. Und hier sind einfach keine Erfolge drin. Ich denke mal, die sind hidden. Das werden die Achievements sein vom Outland Drachenreiter. Und die sind halt schlichtweg einfach nicht drin, warum auch immer. Also genau, die kann man halt auch nicht machen, wenn sie nicht aktiv sind. Genau, so viel dazu. Also gibt es nicht so viel zum Zeigen. Reittiere, die man aktuell holen kann, habe ich alle. Ne? Klar, es gibt natürlich ein paar alte, die hier nicht drin angezeigt werden, die dementsprechend, die ich nicht habe. Wie zum Beispiel einige Gladiator-Drachen aus verschiedenen Expansions. Deswegen sind manche da in der Liste bei noch mehr Mounts. Bei Pets sieht es ähnlich aus. Das Einzige, was ich nicht habe, was angezeigt wird, ist Blub. Das war aber, soweit ich informiert bin, ein Only-WoW-Classic-Pet. Irgendwie ist das hier in der Liste drin, kriegst du aber im Retail-WoW nicht. Dementsprechend, ja, macht es eigentlich auch wenig Sinn, dass das da drin ist. Bei den Toys, seht ihr, fehlen mir theoretisch 2. Wenn ich jetzt gucke, werden die aber nicht angezeigt. Eine müsste die Curved Ogre-Götze sein und das andere wahrscheinlich die Mana-Bombe. Vermute ich jetzt mal. Also die man damals in MOP, glaube ich, kriegen konnte. Genau. So viel dazu. Und ja, das sind so die groben Main-Collection-Sachen. Dann können wir jetzt ein bisschen tiefer in All the Things reingehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das ein bisschen größer, mal über einen halben Bildschirm, hätte ich gesagt. Und dann können wir da mal ein bisschen reingehen. Oder ich glaube, ich brauche es gar nicht so groß machen. Was noch mal so, sonst sind die Zahlen da bloß so weit weg von dem Text. Das bringt ja auch nichts. Genau. Aktuell bin ich ja hauptsächlich hier unter Dungeon und Schlachtzüge dran, das zu farmen. Und ja, ich arbeite das quasi eigentlich immer von unten nach oben ab. Also ich mache aktuell von Classic bis einschließlich Legion den ganzen Spaß. Und da können wir mal reingucken. Also in Classic fehlen mir jetzt aktuell noch 3 Items aus Onyxas Horden. Den bin ich seit Anfang an, wo ich jetzt angefangen habe, Dungeon Schlachtzüge zu farmen, dran. Das Beschissene an der Geschichte ist, Onyxia hat einen riesen Lootpool. Erstmal, einmal hat es einige Waffen und zusätzlich nochmal jedes Tierteil von jeder Klasse. Aber nicht einmal, sondern es gibt zum Beispiel 3-mal einen Schamanenkopf. Es gibt quasi einen Heal-Schamanenkopf, es gibt einen Hänzer-Schamanenkopf und es gibt einen Schamanenkopf für Ele, ne? Und von den anderen Klassen auch. Also das ist ein Riesenpool, die sind Class-Locked, also ihr könnt die nur lernen mit der Klasse, die ihr dementsprechend, ja, die dran steht. Und dann gibt es halt, dadurch, dass es von manchen Klassen halt 3 verschiedene Versionen gibt, halt wirklich viele Items. Und naja, bis jetzt farme ich das jede Woche. Teilweise mit den letzten paar ist es so, dass ich ein paar Wochen einfach gar nichts kriege, obwohl ich mit allen Chars reingehe, die ich habe, die der jeweiligen Klasse entsprechen. Aber so langsam wird es. Ne? Ihr seht, das ist auch der letzte Classic Raid, der mir tatsächlich fehlt. Sonst sind es hier nur noch Sachen, die BOE sind, die man dementsprechend einmal holen kann aus dem Auktionshaus und da bin ich immer am gucken, ob ich es irgendwo günstig kriege. Das sind jetzt nicht mehr viele Sachen. Was zum Beispiel auch drin ist, ist eine Stratholm. Ihr seht, da steht 100% und 0 Items drin. Da sind einfach die Materialien noch drin, unter anderem, die man braucht, um die T3-Sachen zusammenzubauen. Ne? Also da braucht man auch Materialien, da die da drin droppen, zum Beispiel die Geißelsteine, werden die Instanzen halt aufgezählt. Aber insgesamt sind es 10 Items, 7 BOEs aus den Dungeons. Die farme ich nicht, weil das macht keinen Sinn. Die haben so eine niedrige Dropchance, die werde ich mal kaufen. Und das bin ich aktuell am Farmen. Genau, Burning Crusade ist ein Item drin. Das ist ein Item vom Volpera. Auf meinem alten PC wurden mir diese Volpera-Items nicht angezeigt. Also ich war sowohl in Burning Crusade als auch in Cataclysm 100% fertig mit allen Dungeons und Raids. Auf dem neuen PC wird es mir irgendwie wieder angezeigt. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ein Item, das kannst du nur mit dem Volpera looten und das gibt irgendwas in so einer Trickkiste. Ich habe genau einen einzigen Volpera auf dem zweiten Account
Und damit farme ich das jetzt halt jede Woche. Kann ich halt einmal nur farmen. Ich bin überlegen, ob ich mir noch einen neuen Vulpera erstelle, um das zu farmen. Mal gucken. Eins habe ich schon auch gekriegt, ne? Also das sind, ist eins im Sunwill bei Muru. Und in Kataklysm gibt es nochmal zwei. Ich glaube, in der Bastion des Zwielichts, das hier habe ich schon gekriegt, aber das muss ich nochmal rübersinken, weil das wird nicht accountweit gespeichert, sondern das wird halt scharweit nur gespeichert, ne? Oder halt accountweit, dann im All the Things, weil das ein Personal Item halt vom Vulpera ist. Genau, also das hier auch gleich zu Kataklysm, da fehlen mir auch genau zwei Items und das beides solche Vulpera Items. Das buggt sogar, das wird sogar nicht mehr richtig angezeigt. Aber Themog-technisch bin ich da komplett fertig. Red of the Village King, seht ihr, ist nur noch Naxxramas drin. Ich habe alle Themog-Items aus Nax. Hier werden nur die T3-Sachen angezeigt, seht ihr, weil man ja die Items, die man zum Umtauschen braucht, auch Naxxramas droppen. Ne? Aber die normalen Naxxramas-Sachen habe ich. Es sind nur die T3-Teile. Heißt, in Wottle bin ich eigentlich auch fertig. Sowohl mit Dungeons als auch mit Raids. Kataklysm hatte ich ja gezeigt. Das sind die zwei Vulpera-Items. Und dann Mist of Pandaria. Da habe ich jetzt von den Dungeons, bin ich eigentlich auch soweit fertig. Ich habe hier nur drei von diesen epischen Waffen drin. Die farme ich aktuell nicht, weil ich mir denke, da geht so viel Zeit drauf, die zu farmen, nehmen eine richtig niedrige Chance. Die werde ich mir wahrscheinlich irgendwann über das Quantum-Item holen, ne? Also bei manchen richtig seltenen Sachen lohnt sich es, auf das Quantum-Item zurückzugreifen aus dem neuen Mythic Raid, um dementsprechend die Sachen zu holen. Vielleicht farme ich sie dann doch irgendwann mal, aber aktuell ist das zumindest der Plan. Genau. Dann, sonst fehlt mir nur noch aus SOO von Mythic die Manorod-Schulter. Ich habe aus dem HC tatsächlich die schon, also das T-Mog habe ich, aber das ist halt eine andere ID und da ich im ID-Modus bin, ne, brauche ich das halt auch. Dann Thron des Donners, ist ja der Kack hier mit den Donner-geforgten Items. Ich bin jetzt schon richtig runter, ich bin die letzten Wochen scheiß viel Thron des Donners gelaufen. Ne, also eher schon die letzten Monate, aber die letzten Wochen mit allen Chars, die ich zur Verfügung hatte, dass ich immer mit 4 reingehen konnte und ja, aktuell fehlen mir jetzt im Normal noch 3 Items, 2 Ketten, ein Stoff-Item und im HC ein Ketten und eine Axt, ne? Heißt, das kann ich mit dem Hunter, glaube ich, sogar alleine abdecken. Und das ist mit Abstand die beschissenste Indie, die es gibt, wenn ihr quasi das auf dem Schirm habt, wie viele Items es gibt in dem Dungeon, wenn man halt jedes Item nochmal Warforged kriegen kann. Und die Warforged Hochproc-Chance ist jetzt auch nicht so geil. Also das hier, Thron des Donners, ist mehr Farmaufwand als 1-2 Expansions zusammen. Ne? Genau. Wollte ich bloß so ein bisschen als Relation. Also da muss ich noch ein bisschen was rein investieren. Dann in Warlords of Draenor bin ich mit den Raids komplett fertig. Was ich jetzt noch brauche, ist im Normal hier diese blutige Pranke des Sohns der Bestie. Aus einem Dungeon und dieselbe ID gibt es hier auch nochmal aus Mythic. Aus dem HC habe ich sie gekriegt, aber irgendwie scheint die ein bisschen verbuggt zu sein. Und dann gibt es hier kommen Dungeon Loot. Das sind quasi Items, die bei allen Bossen droppen. Und im Normal brauche ich nur noch Warforged Items. Also hier können sie leider auch Warforged. Ihr merkt überall, wo was mit Warforged dabei ist, ist es halt ziemlich beschissen. In Warlords of Draenor läuft es halt so, dass in jeglichem Dungeon theoretisch alle Sachen droppen können oder nahezu alle, denn es gibt dann einen Boss, der droppt dann zwei Teile, Hände und Taille zum Beispiel, und dann hat der nicht ein oder zwei Taillen und Hände, sondern der droppt halt 60 verschiedene Taillen und Hände, und dann könnt ihr euch ausrechnen, ne, wenn ein Boss dann einen Pool von über 100 Items hat, dass, wenn man dann eins oder zwei noch braucht, dass es ziemlich beschissen wird. Und diese Items können dann halt auch noch Warforgen und das hat dann auch noch eine kleine Chance, nur dass sie Warforged. Und deswegen, ja, brauche ich halt hier immer nur die Warforged-Variante. Also die ganzen normalen Grundvarianten habe ich schon. Da sind auch hunderte von Runs schon reingegangen. Und im HC sind es noch 25. Das Gute ist, im HC kannst du zwar auch Warforgen, aber da hat Warforged irgendwie dieselbe ID wie Non-Warforged, warum auch immer. Und Mythic gibt es auch, aber Mythic hat dieselbe ID wie Normal Non-Warforged und deswegen habe ich Mythic schon fertig, ne? Das so zu erklären. Aber da wird auch noch richtig viel Zeit reingehen für nicht viel, da rennst du teilweise 10, 20 Runs, kriegst gar nichts. Ja? Also kriegst schon Items, aber keinen Warforged, den ich jetzt brauche zum Beispiel. Genau, das ist soweit die Geschichte. Und dann in Legion
ja, da bin ich jetzt aktuell mit den Raids so weit, dass ich nur noch einen einzigen Raid brauche. Das waren jetzt die letzten Raids, die ich gefarmt habe. Und zwar brauche ich jetzt nur noch Smaggrüner Albtraum. Und zwar wird jetzt gedacht, die Xavius Mythic Schultern. Die HC-Schultern habe ich auch schon. Mythic fehlt mir aber tatsächlich noch. Und ihr seht, das habe ich auch tatsächlich hier mit Main gemacht schon die Woche, weil der den Skip hat. Und sonst sind es jetzt hier noch ein Inversionsportal. Das ist quasi so eine Art Worldboss. Da fehlt mir noch dasselbe Item. Muss ich mal nächste Woche gucken, ob der am Start ist. Beziehungsweise nächste Woche kommt der Patch raus. Oder nächste ID, besser gesagt. Ist ja morgen schon. Da werde ich wahrscheinlich kein altes Zeug machen erstmal. Und die Dungeons habe ich hier noch nicht angerührt. Ne? Also ich habe erstmal immer die Raids gemacht, bis einschließlich Legion. Und dann immer so ein bisschen zwischenrein die Dungeons. Was ich jetzt an Raids quasi noch brauche, ist ja eigentlich nur Xavius. Warlords of Draenor bin ich Raids fertig. MOP ihn hier. Und die 5 Items. Cutter ist, gut, das ist Volpera-Gedönse. Das zähle ich jetzt mal nett dazu. Und ihn hier, also es sind eigentlich nur wirklich eine Handvoll Items, die ich am Raid brauche und ja, danach laufe ich halt immer die Dungeon-Geschichten. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich erstmal Warlords of Draenor dann fertig oder weiter spammen und dann irgendwann zu den Legion-Dungeons gehen. Was ich nicht angerührt habe, war BFA, Shadowlands, Dragonflight, einfach aus Effizienzgründen. Solange ich noch Sachen habe, die ich easy solo machen kann, macht es keinen Sinn, schwereren Content zu spielen, der, wenn man wartet, quasi leichter wird. Ne? Also ich stelle mich nicht hin und warte einfach nur Zeit ab, sondern ich mache erst alles, was ich wirklich solo machen kann, wo ich quasi mit niemand anderen den Loot teilen muss, um einfach effizienter zu sein. Und alles andere, wo ich dann eventuell andere Spieler für brauche, wo ich dann halt natürlich auch Loot teilen muss, ist ja klar, die gehen ja nicht so mit, um nichts zu kriegen. Das versuche ich hinten rauszuschieben. Um, ja, ich denke mal, wenn ich mit den ganzen Solo-Sachen fertig bin, ist vielleicht BFA dann wieder eine Expansion weiter und dann gibt man vielleicht auch ein Scaling oder so und kann dann noch einfacher auch die Raids durchballern. Genau, so viel dazu, deswegen BFA ist aktuell bei mir der Cut. Ich mache nur die alten Sachen, bis ich die fertig habe. Ich kann euch die anderen Punkte auch noch zeigen. Ich habe ein bisschen was in den anderen Sachen auch gemacht, aber mein Hauptaugenmerk war aktuell tatsächlich die Dungeon und Raids. Ne? Und da ist auch richtig viel Zeit reingeflossen. Also teilweise habe ich nichts anderes gemacht, als Raids und Dungeons zu farmen. Das ist schon ein ziemliches Gefarme. Gut, dann gucken wir jetzt mal noch in die anderen Sachen rein. Unter anderem Außengebiete, da brauche ich nicht sonderlich viel. Unter anderem brauche ich formeller Dagui. Der kostet so 400k. Da warte ich mal, bis ich einen günstigen Zuschlag kriege. Den kann man auch in der Mondlichtung bei dem Händler holen. Aber der ist so umkämmt. Es hat schon einen Grund, warum der so teuer ist, sagen wir es mal so. Aber den kann ich mir theoretisch im Haar kaufen. Dann, hier gibt es einen Dolch. Wer vielleicht meine Waste of Money Videos geguckt hat, weiß, das ist ein komisches Item. Das ist, glaube ich, das einzige Item im kompletten Spiel, das du nicht lernen kannst, weil das nicht sehengebunden wird, wenn du es anlegst. Du kriegst dann, wenn du es anlegst, kurz das T-Mog. Wenn du ausloggst und wieder einloggst, das Item beim Händler weg ist, hast das T-Mog nicht mehr. Also zumindest checkt All the Things das dann nicht mehr. Also das ist aktuell verbuggt und man kann es nicht lernen. Deswegen, ja. Ich habe da auch schon ein bisschen Gold im Haar gewastet, um dann nichts zu kriegen dafür. Naja, also gut. Dann in der Scherbenwelt sind noch ein paar PvP-Sets. Ne? Ich habe ja ein bisschen RBG gemacht. Die letzte Zeit mir einige von diesen alten Classic-Sets geholt. Aktuell fehlt mir noch Paladin und Magier tatsächlich. Nee, Paladin und Schurke fehlt mir noch, so rum. Genau, also die beiden sind noch ausstehend und ja, da muss ich mal gucken, dass ich dementsprechend die nächste Season mal angehe, dass das hier Schermwelt auch raus ist. In Pandaria habe ich jetzt noch hier den Hidden Skin vom Schurken drin. Da bin ich aktuell auch dran, aber das will noch nicht so, wie ich will. Dann habe ich hier ein Rezept drin. Seit ich jetzt quasi auf meinem neuen PC All the Things wieder draufgeladen habe, habe ja das Problem, dass auch die Daten von All the Things bei mir am alten PC weg waren und ich musste auch wieder auf jeden Char einloggen, die ganzen Flugpunkte holen und so. Also All the Things, man loggt ja nicht ein und hat alle Daten, sondern das muss die ganzen Daten erst wieder ziehen. Und das muss man halt dem Addon zeigen, ne? Also halt Flugpunkte wieder abflattern, alle Chars einloggen, alle Berufe aufmachen und lauter so ein Zeug. Also das ist ein bisschen aufwendig, auch in der Garnison mit den Anhängern und sowas. Naja, komischerweise zeigt er mir an, dass ich ein Rezept nicht habe, Schmiedekunst. Ich habe euch ja vorher gezeigt, alle Rezepte, die man aktuell im Spiel holen kann, habe ich. Und das ist eins, das removed ist. Also das kannst du gar nicht holen. Keine Ahnung, warum das da drin ist. Auf dem alten PC wurde es mir nicht angezeigt. Ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber gut, da muss ich vielleicht meinem All the Things Discord was schreiben,
so ein Bug-Report oder keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ne? Und das andere ist jetzt Zeitlose Insel. Da fehlen mir hier mit dieser Last der Ewigkeit, so ein Upgrade-Item, jetzt noch 9 Sachen. Ich glaube, davor haben mir irgendwie 200 Gedönse gefehlt. Ich habe jetzt mal alle meine Chars genommen und bin auf diese Insel gegangen. Da gibt es so eine Kiste, die kann man aufmachen. Da ist immer eine von diesen Last der Ewigkeit drin und Zeug upgraden. Habe mit allen 120, 130 Chars das gemacht. Und jetzt fehlt mir noch ein bisschen was. Zusätzlich habe ich es die letzten Wochen auch mit Test-Chars gemacht. Ich kann ja mit meinen 3 Accounts die da immer schön hinporten, mache die Kiste auf, grade das ab und dann ist das eine relativ zeiteffiziente Sache. Wenn man nämlich diese Last der Ewigkeit farmen würde, man braucht 50.000 Marken. Und 50.000 von den Marken zu farmen, das dauert ehrlich gesagt. Also das mit der Kiste ist halt wesentlich besser. Falls ihr das auch machen wollt, macht das über einen längeren Zeitraum mit Test-Chars, wenn ihr nicht sonderlich viele habt, dann kriegt ihr das. Also da bin ich auf jeden Fall auch dran. Genau. Was haben wir dann noch hier auf der verheerten Insel? Da brauche ich jetzt noch 2 Sachen, die man theoretisch über eine World Quest kriegt, über eine aktive. Da bin ich jeden Tag, oder wenn ich dran denke, sagen wir es mal so, oder mich die Leute im Stream erinnern, die am abchecken, ob die am Start sind. Auf Argos muss ich jetzt mal noch so ein paar NPCs ablaufen, die in 10.1.7 geedit wurde. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Das wären easy, schnelle Punkte. Die sollen einem Materialien geben. Da müsste ich mal gucken. Dann gibt es diese 2 Zonendrops, die habe ich schon mal versucht zu farmen über ein paar Tage, die droppen einfach nicht. Und dann dachte ich mir, ah ja, die droppen ja auch in dem Raid drin, ich farm die jetzt mal nicht weiter, weil den Raid muss ich ja eh noch 100 Mal rein. Und ihr seht, Antorus, der brennende Thron ist mittlerweile raus und ich habe, ne, das ist jetzt nicht so, dass ich da 3 Mal drin war, das waren hunderte von Runs, jeweils mit immer 4 Charakteren gleichzeitig und ich habe diese Dinger nicht bekommen. Oder doch, ich habe mal 1 bekommen mit einem Krieger habe ich einen Zauberstab gekriegt. Den habe ich natürlich weggehauen und jetzt wurde auf der BlizzCon angekündigt mit Warbands, dass sie quasi, naja, dass du dann bald alles lernen kannst. Aber das war halt auch schon vor ein paar Monaten, wo ich den dann weggehauen habe. Naja, aber nie mit einem Caster bekommen in Antorus und jetzt habe ich da alles fertig. Heißt, irgendwann muss ich auf Argos hier mal nochmal farmen. Oder ich warte auch auf die Quantum-Items. Mal schauen. Und auf der Venica gibt es noch einen Umhang, den man, glaube ich, dann nur gamblen kann. Dann müsste ich vielleicht auch mal schauen, dass ich den irgendwann mache. Und genau, auf Kultiras und Zandala habe ich jetzt genau noch 3 Items, die kriegst du auch nur über World Quests. Und wie gesagt, ich bin schon seit über einem Jahr, wenn ich dran denke, ne, Disclaimer hier an der Stelle, am gucken. Ich habe viele von den World Quests jetzt schon rausbekommen, aber leider nur nicht alle. Also, ja, dann mal gucken, wenn ich Glück habe, sind die mal irgendwann dabei. Ja, Shadowlands, da sind jetzt irgendwie diese verbuggten PvP-Assemble drin, wo ich irgendwie nicht alle Dinger kriegen kann. Ich denke mal, das Problem hat der ein oder andere von euch vielleicht auch. Und noch ein paar Rares, die ich ja auch mal sehr ausgiebig gefarmt habe. Hunderte von Tries und die es einfach nicht droppen, wie ein Maldraxxus. Und ja, ich glaube, hier im Schlund sind noch so Special Mobs, die dann immer zu einer bestimmten Zeit dran sind. Die habe ich aber auch noch nicht gefarmt. Die muss ich auch mal noch irgendwann machen. Und auf der Dracheninsel, da ist es aktuell eigentlich nur in der Zarale-Köhle. So ein paar Waffen, die man aus so Kisten, glaube ich, rauskriegen kann. Das steht auch noch auf dem Zettel, dass ich das mal farm. Der Händler für dieses Token, wenn du, glaube ich, ein gewisses Rating hast im RBG oder ich weiß gar nicht, muss ein HC-Boss umhauen, dass du da was umtauschen kannst. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, dass du halt hier einen Teil vom Elite-Set bekommst. Das sind halt die Set-Teile vom Elite-Set. Und ja, aber ich weiß gar nicht mehr, ob der Händler drin bleibt, wenn der nächste Patch jetzt morgen rauskommt. Muss mal gucken. Und was auch dem PC-Switch geschuldet ist, hier auf der verbotenen Insel werden die ganzen Rares angezeigt. Die habe ich mit meinen Evokern auf dem alten PC gemacht. All the Things checkt es aber leider nicht, dass ich das gemacht habe. Ich habe jetzt 8 Evoker alle aus dem Startgebiet rausgespielt. Und ich müsste mir dafür halt einen neuen Evoker erstellen, um die paar Rares nochmal zu holen. Das ist halt ätzend. Ich habe die halt schon gemacht, ne? Aber naja, müsste ich halt nochmal gucken. Genau, das ist jetzt soweit das. Goldbeute brauche ich aktuell noch dieses Schwarzfels-Bollwerk. In Legion sind es einige seengebunden in graue Items. Die hoffe ich mal, dass ich dann einiges vielleicht auch nochmal kriege, wenn ich die Dungeons abfarm. Battle for Azeroth ist es hier so ein Item, das habe ich schon mal auf dem alten PC gelernt gehabt. Das kannst du nämlich nicht wirklich lernen, da steht es auch dran, du musst mit Umschaltklick das quasi nur für All the Things lernen. Aber das muss ich auf dem neuen PC quasi auch nochmal holen. Und hier ist noch die Zwillingsklinge drin. Die kriegt man aus irgendwie so Kisten raus. Aber die gibt es auch im Black Market. Nicht im Black Market, sondern im Auktionshaus für mehrere Millionen Gold. Oder hier 86.000, sagt er. Muss mal gucken. Wenn ich mal ein günstiges finde, kaufe ich mir das. Gut, dann Dungeon Browser. Gut, da sind noch so
Items drin, die man kriegt, wenn man random queued in den Low Add-ons. Mittlerweile gibt es das aber auch über, lasst mich nicht lügen, über Time Walker. Ne, habe ich gesehen, wenn man Time Walker ist, muss ich das mal farmen. Erfolge ist nur der eine drin, wie ihr seht. Erweiterungsfeatures. Ich gehe jetzt mal nicht komplett ins Detail. Ne? In Cutter brauche ich hier Zinrock, aber das werde ich wahrscheinlich auch über das Quantum-Item machen. Hier sind es die Szenarien aus MOP. Habe ich noch nicht angelangt, seht ihr, da haben wir so gut wie gar nichts. Also das Erweiterungsfeatures bin ich noch nicht so dabei. Ich habe ja erst Außengebiete, Ende Shadowlands alle gemacht und jetzt bin ich ja an den Dungeon und Schlachtzügen dran. Erweiterungsfeature werde ich dann wahrscheinlich machen, wenn ich bis einschließlich Legion auch die Dungeon und Raids alle soweit fertig habe. Genau. Dann in Warlords of Draenor, Garnison, bin ich ein bisschen weitergekommen, da ich jetzt hier in dem Mondsturz-Gasthaus die Quests immer mitgenommen habe, während ich den Warlords of Draenor Dungeons durchgeballert habe. Jetzt fehlt mir hier noch eine Hose, was ganz gut ist. Dann brauche ich hier noch ein paar Sachen von den Garnisonsinvasionen, die habe ich auch nicht weitergemacht bis jetzt. Missionstisch sind noch viele Sachen dabei. Und Quest ist spezial, da muss man immer so Raid-Bosse umhauen. Das kann man aber über ein LFR machen und sich direkt immer für den jeweiligen Raid-Boss anmelden. Deswegen habe ich das auch nicht mitgemacht, als ich quasi die Raids gefarmt habe in Warlords of Draenor, ne? Genau, weil ich nicht mit allen Chars auch die Garnison hatte. Also das muss ich dann irgendwann auch mal noch anfangen. Dann in Legion habe ich tatsächlich ein bisschen weitergemacht. Jetzt muss ich bloß mal einen Schluck trinken. Meine Stimme versagt gerade ein bisschen. So, dann sind wir wieder besser geölt. Gut. Hier in Legion sind es eigentlich ein paar Items über die Legion-Invasion. Werde ich auch mal irgendwann anfangen zu farmen oder weitermachen. Ne? Die meisten Sachen habe ich ja. Oder die Dinger kann ich auch theoretisch über die Quantum-Sachen bekommen. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Was aber hier noch drin sind, sind Artefaktwaffen bzw. Verschiedene Farbvarianten davon. Und ich habe jetzt mit allen Klassen, also ich habe mit allen Klassen eh schon alle Artefaktwaffen gehabt, aber einige Sachen sind, oder wir machen es vielleicht einfacher, ich kann es euch zeigen, wenn ich mir einfach in die Order Hall porte. Einige Sachen von diesen Artefaktwaffen-Skins sind halt accountweit und andere Sachen muss man halt mit jedem Char erspielen. Ja? Zum Beispiel gab es früher PvP-mäßig so Stufen, Prestigestufen hießen die, glaube ich, und da hat man zum Beispiel eine Reihe freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch man sein musste mit den Prestigestufen, aber dann hat man zum Beispiel Skins gekriegt und die sind komplett Battle.net-accountweit, die musste man nicht spielen. Dann gab es eine Stufe, die hat man über eine ewig lange Questreihe in einem Raid bekommen und die Geschichte ist, erstmal ist die Questreihe richtig lang, weil man, glaube ich, Asuna auch durchquesten musste, dann alle möglichen Raid-Sachen und man hat halt auch ewig quasi ein Lockout, weil man Materialien im Raid sammeln muss und man kann halt nur einmal die Woche rein und das zieht sich halt 5 Jahre lang. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe die Artefaktwaffe gar nicht dabei, aber wir können doch hier das einmal schnell machen. Knappe, ich hätte die wahrscheinlich auch vorher holen können. Komm, wir haben doch hier den Knappen. Und der besucht die Bank. Ach, da haben wir es schon, habt ihr gesehen. Da unten. Hallo? Nein? Ich glaube, mein Knappe ist verpackt. Ich hätte es euch jetzt gerne gezeigt. Ah, jetzt, okay. Wunderbar. Also. Na, jetzt sollte das doch eigentlich funktionieren. Ja, gut. Also eigentlich sollte das funktionieren, aber ich kann das Ding nicht anklicken, warum auch immer. Ich bin eigentlich im Tank-Spec, ne? Ja, okay, dann muss ich es euch halt so erklären. Ich hätte es euch jetzt gern gezeigt, aber irgendwie scheint es schon wieder zu buggen. Naja, so viel dazu. Genau. Und was ich aber gefarmt habe, ist mit allen Chars einmal dieses Herz des Lichts, oder wie das heißt. Das ist so ein Item, das man in die Garnison platziert. Da muss man ein paar Quests machen für. Dauert vielleicht so eine halbe Stunde. Und dann habe ich Valsharal mal einmal durchgequestet für die Träne von Elun. Das ist auch eine Variante. Und dann gibt es noch ganzen Hidden Skins. Ich habe jetzt so gut wie alle Hidden Skins. Bis auf, warte, ich kann es euch zeigen. Beim Schurken habt ihr ja vorher den Hidden Skin schon gesehen. Den brauche ich. Dann beim Worry brauche ich den Hidden Skin noch. Da hat man aber die Problematik, dass man jeden Tag nur eine Chance hat, dass man so ein Item looten kann. Das ist halt random, ob das da ist und jetzt über Wochen ist es nicht da. Und bei Magier muss so ein Portal in der Order Hall da sein, das ist halt auch random, ob das da ist. Ne? Für beides braucht man einen bestimmten Skill.
Und ja, da bin ich jetzt aktuell noch dran, das zu kriegen. Mit dem Hexer brauche ich hier noch ein paar T-Mox-Sachen raus. Und das ist so ein Mob, den man in der gar nicht so in der Order Hall beschwören kann. Und beim Druid ist es ein bisschen kacke. Es gibt verschiedene Gestalten, je nachdem, was für eine Rasse man hat. Ja? Und ich brauche einen. Für das Ding hier brauche ich einen Troll oder Zandalari-Troll-Druid. Und es gab auch schon einen für einen Tauren, es gab einen für einen Worgen, einen für einen Nachtelfen, also für alle möglichen Druid-Arten. Und ich habe aber auf dem Main-Account blöderweise keinen Troll oder Zandalari-Troll. Ich habe auf dem Second-Account was, wo ich die holen könnte. Aber das Rübersinken klappt bei den Artefakt-Skins irgendwie nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Die anderen Sachen funktionieren, das klappt nicht. Und was ich aber dann schon noch brauche, dann jeweils noch verschiedene Farbvarianten des Hidden Skins. Und der hier ist zum Beispiel töte 1000 Spieler. Ne? Also muss ich mit dem Parler 1000 Spieler töten, nachdem ich den Artefakt-Skin habe. Oder jetzt, da gibt es einen, wo du dann 30 Dungeons abschließen musst. Und da einen mit 200 World Quests. Heißt, ich muss mit jeder Klasse 200 World Quests machen, mit jeder Klasse 1000 Spieler töten, mit jeder Klasse, ja, halt die 30 Dungeons abschließen. Deswegen habe ich auch die Legion Dungeons noch nicht gemacht, weil ich erst mit allen Klassen die Hidden Skins haben wollte, bevor ich die Dungeons laufe, ne? Dass ich das quasi mitnehmen kann. Das ist einfach so der Hintergrund der Geschichte. Und ja, aber zumindest die ganzen normalen Skins habe ich schon. Und das, was jetzt hier drin sind, seht ihr, sind immer nur die Farbvarianten der Hidden Skins. Und da muss ich dann mal gucken, dass ich die hole. Genau. Gut, so viel dazu. Dann, schauen wir jetzt in BFA. Gut, das machen wir jetzt kurz. Das ist halt Inselexpedition. Ist, glaube ich, so eine Quest, an die ich aktuell nicht mehr rankommen kann. Und halt hauptsächlich Warfronts, ne? Also in Warfronts ist dann halt ewig viel Stuff, der da droppt. Also auch beim World Boss oder auch quasi Belohnung, was man in der Warfront kriegt. Aber das habe ich mir auch noch nicht im Detail angeguckt. Hier ist auch noch quasi diese Assault von N'Zoth. Da gibt es quasi Items, die normalerweise Azerith-Gear wären, aber eine eigene ID haben, wenn der Charakter keinen Azerith-Gear hat, und dementsprechend sind da auch noch einige Items drin. Da muss ich aber auch nochmal gucken, wie ich an die rankomme. Nochmal ein World Boss, genau. Shadowlands ist es hauptsächlich Torghast, was ich noch farmen muss. Ne? Also da sind noch viele Items drin, aber das steht aktuell auch nicht auf der Agenda. Schöpfungskatalysator ist halt hier einfach drin mit dem Raid-Sets aus dem Mausoleum. Und hier die ganzen Sachen bei den Händlern sind halt die Waffen aus Cas Nathria, ne? Das bei allen möglichen, da sind immer nur Händler drin, bei allen möglichen Schwierigkeitsgraden, aber Shadowlands Raids habe ich halt auch noch nicht gemacht. Und Dragonflight ist auch hier der Katalysator drin, ne? Da kannst du ja auch das ganze Gear aus den Raids quasi in Set umwandeln, deswegen ist der drin. Dann Drachenschuppenmanuskript. Da ist eins drin, und zwar das vom Vault von Razagast. Das habe ich nicht. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Und hier ist eine Quest drin, Fortsetzung, Portalkunde. Das ist halt verbuggt, leider. Das ist einmal once per Account, also einmal pro Account. Und ja, da komme ich aktuell auch leider nicht dran. Weil, seht ihr, du musst es auf einem Char machen, und ich habe das blöderweise auf zwei Chars gemacht am Anfang der Expansion, ne? Habe mit dem Twink eins abgegeben. Ich wusste ja nicht, dass das komplett für immer das verbuggt. Und ja, jetzt komme ich da aktuell nicht ran. Also ich denke mal, das wird auch nicht gefixt. Da werde ich wahrscheinlich einfach gelitten haben mit dem Ding. Genau, das ist Erweiterungsfeatures. Feiertage bin ich jetzt auch gut runter. Da habe ich letztens Dunkelmond-Jahrmarkt fertig gemacht. Angelwettbewerb habe ich am Sonntag auch probiert. War leider nichts, hab nicht gewonnen, da brauche ich noch zwei Sachen. Und sonst ist es halt Timewalker, ne? Timewalker hat halt eigene IDs. Und da bin ich auch noch nicht dran bis jetzt, ne? Also das steht auch irgendwann auch auf der Agenda, sobald ich, ja, sobald ich mal mit dem anderen Zeug fertig bin. Aber das, ja, müssen wir mal gucken. Genau, das ist unter Feiertagen. Promotion sind es ein paar Sammelkartenspielsachen, diese Ogre-Götze, die ich vorhin mal bei den Toys erwähnt habe, und ein paar Wappenröcke. Ich hoffe, vielleicht kommt das ein oder andere noch als Drop. Haustier habe ich alle. Das sind hier Once per Count Pet Battle Quests. Da kannst du leider, wenn dann, die Allianz-Version machen oder die Horden-Version. Ich habe die Allianz-Version gemacht, und die Horden-Version kann ich jetzt halt nicht mehr holen. Das ist halt ein bisschen blöd. PvP sind es hier diese Nachbildung, die ich ja vorhin schon bei Burning Crusade drin hatte, ne? Die man da kaufen konnte.
sind hier nochmal drin und halt einige PvP-Items, wo ich die Sets geholt habe, aber manche Sachen von den Assemble nicht zählen, ne? Also bis Blizzard das nicht fixt, kann ich die ganzen Sachen nicht kriegen. Genau. Und klar, Dragonflight-Sachen sind halt einige drin von dem Gear. Ich habe zwar mit einigen Klassen PvP gemacht, aber auch nicht mit allen. Ne? Ich habe mir auch extra nicht alle Items geholt mit den Klassen, wo ich PvP gemacht habe. Weil wenn du alle hast und das volle Set hast und nicht jegliche ID, dann kannst du später die Tokens nicht kaufen. Dann hast du die gleichen Bugs, wie ich leider hier in den anderen Expansions habe. Deswegen kaufe ich mir absichtlich nicht das komplette Set, dass ich später die Token noch lernen kann. Genau. Hergestellte Items, da fehlen mir nur zwei Sachen. Einmal ein Item, das kann man irgendwie über Transmutieren kriegen. Weiß jetzt aber auch nicht. Ich habe das x-mal probiert, habe es nie gekriegt. Das gibt es aber auch in der Instanz in BFA. Also das werde ich mir wahrscheinlich dann da mal farmen. Und das andere, was war das? Ach ja, das Teil. Auf dem anderen Account hat es gezählt, dass ich es hergestellt habe. Hier zählt es wieder nicht. Obwohl ich das Berufsachievement habe, dass ich alle Handwerksdinger hergestellt habe. Also auch, dass ich das hergestellt habe. Eigentlich müsste das Add-on erkennen, dass ich ja das Achievement habe, dass ich das hergestellt habe. Ne, erkennt es aber nicht, seht ihr? Ich habe jetzt, mittlerweile gibt es das Achievement, checkt aber nicht, dass ich es gebaut habe. Bisschen komisch. Genau. Und hier seht ihr, es steht 100% drin, aber da sind noch die Materialien, die man braucht für die Legendary Quest vom Evoker. Berufe zeigt mir jetzt nur noch das Schild der Wache von Sturmwind an, das kann man angeln. Die Schuhe habe ich letztens für einen, ich glaube 3.000 irgendwo aus Maha gekauft, bei dem russischen Server. Die sind normalerweise immer für Goldcap drin, wenn sie mal EU-weise drin sind. Genau, Rätsel ist blöderweise jetzt auch auf dem Account oder jetzt auf dem PC so, dass es das nicht checkt, dass ich die ganzen Rätsel fertig gemacht habe. Ich habe ja das End-Achievement, da muss ich auch mal gucken, ob ich einen Bug-Report mache im All the Things Discord. Muss man mal schauen. Und bei Charakter fehlt mir jetzt noch hier dieses Upgrade-Gear. Da muss man sich einen neuen Char machen. Oder quasi einen. Also, wenn ein Char 2 Monate nicht online war und der zwischen 10 und 60 ist, kriegt ihr dieses Wiedereinsteiger-Gear in Anführungszeichen. Gibt es für jede Klasse. Ich habe mir da mal einen Haufen 10er-Chars gemacht. Also quasi verbündete Völker. Und dann quasi gibt es da so eine Möglichkeit anzuklicken, ja, hallo, ich will dieses Gear haben. Oder ja, und dann schickt dir deinen kompletten Inhalt von deinem Taschen per Post nochmal zu. Du ziehst automatisch dieses neue Gear an, kriegst halt auch das T-Mog und kriegst neue Taschen und so halt zum Wiedereinsteigen. Ne? Und ich habe bei einem Char, also ich habe mir für jede Klasse einen Char gemacht und habe das halt geholt. Und bei einem Char habe ich mir versehentlich zu schnell geklickt, eingeloggt und das kannst du dann muss ich jetzt wieder 2 Monate also warten, ne, um es kurz zu machen. Ja, muss ich mal gucken, dass ich mir das holen kann. Und dann gibt es jetzt hier noch eine Quest, wo ich mal schauen muss. Da musst du als Loyalist komplett gespielt haben. Und dann nochmal die Story von den, glaube ich, Untoten gespielt haben, die jetzt neu reinkam mit 10.1.7. Ich habe einen Char, der Untoter ist und Loyalist ist, aber der ist mein Speed-Char, mein hier, der Knacki. Und ich will das jetzt nicht weiterspielen, weil der darf nicht hochleveln, ne? Weil mit Stufe 61 hast du mehr Speed mit dem Speed-Gear als auf Stufe 70. Also ich kann den nicht leveln und so lange kann ich die Quest halt nicht machen. Ich könnte mit einem anderen Char die Loyalisten-Quest machen, aber es dauert 5 Stunden, das alles wieder zu spielen. Also das rentiert sich nicht. Dementsprechend mache ich das schon mal nicht. Und was haben wir hier noch drin? Ja, den Legendary-Bogen von Sylvanas, aber den farme ich auch erst später, wenn ich quasi anfange, Shadowlands Raids zu farmen. Handelsposten, gut, da kann man nicht viel sagen, ne? Da kannst du es nur kaufen, wenn du Punkte hast. Und das letzte, was wir hier haben, ist einmal Schwarzmarkt-Auktionshaus. Da sind die Wappenröcke nochmal drin von oben. Dann die T3-Teile, die wir auch schon mal unter Nax drin hatten. Aktuell fehlen mir noch 38 Teile. Ich habe mir jetzt einige aus dem Black Market gekauft. 2 Waffen sind noch drin und so eine Sonnenbrille. Und Fraktionen sagte mir halt, dass ich Gildenpage und Gildenherold brauche. Es ist aber auch so eine, meiner Meinung nach, eine dumme Anzeige von All the Things, dass ich habe die beiden auf dem Hordenchar, aber die kannst du ja nicht auf dem Ali-Char haben, weil das Horden-Only-Pads sind. Wenn ich auf dem Hordenchar lock, der die beiden hat, dann zeigst du mir die beiden Ali-Pads ein, weil ich auf dem Char die Ali-Pads nicht habe. Also, naja, gut. Die werden halt nicht als gesammelt gemarkt, weil Pets halt immer nur auf dem Char angezeigt als gesammelt sind, weil man kann die auch cagen, ne, deswegen, und dann quasi verkaufen. Gut, jetzt habe ich schon viel zu lang gelabert, so lange wollte ich es gar nicht machen. Ja, das ist mein Collection-Update, jetzt noch einen Tag vor Patch 10.2 und ja, das nächste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich, wenn 10.2...
5 oder was da immer auch kommen mag, rauskommt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare, auch wie ihr mein Vorgehen so findet. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Verbesserungsvorschläge, würde mich auf jeden Fall interessieren. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.